Oh, meine Nase juckt. Oh, und ich habe einen Nieser querhängen. Oh, kennt ihr dieses Gefühl, wenn man niesen muss und der Nieser einfach nicht raus will? Oh, schrecklich. Ah, das habe ich gerade. So, jetzt will ich mal hier in die Kiste gucken. Keine Steine. Bruchsteine brauche ich. Bruchsteinstufen brauche ich gerade nicht. Werde ich später aber auch noch brauchen. Das heißt, wir gehen dann wahrscheinlich sogar nochmal auf Steinejagd sozusagen. Oh, fein! Wir gehen in die Wildnis und fangen uns ein paar wilde Steine. Muss man die mit einem Pokéball fangen? Geht das, oder muss ich einen Meisterball draufwerfen, oder? Okay. Alu, ich nehme mir mal ein paar Bruchsteine, ne? Gut, Stormy sein... Ist das Stormy sein Zeug, oder ist das Alu sein Zeug? Ich glaube, das ist wirklich von Stormy noch. Also vom Stormhunter. Den nenne ich halt Stormy, weil... So kenne ich den mittlerweile. Der ist auch in der Community jetzt so... bekannt geworden, irgendwie. Der ist beliebter als ich. Gut, ich bin auch ein ziemlicher Vollidiot manchmal. Muss ich zugeben, ich kann ein ziemliches Arschloch sein. Aber naja, egal. Lieber bin ich ein ehrliches Arschloch als geliebt für jemanden, der ich nicht bin. Ganz ehrlich. Oh. Ah, ich dachte gerade, wir haben noch ein paar Ziegelsteine, aber nur Ziegelsteinstufen. Es war einst die Geschichte von einem jungen Mann, der ein Let's Play begann. Dieser Junge nannte sich der HBK. Und nicht der HBK, denn das klingt scheiße. Er machte sich auf in eine Minecraft-Welt. Erneut die Welt zu bereisen und diese jetzt zu bebauen. Und dann baute er eine Steinumrandung. Für etwas, wo die Leute noch nicht wissen, was es ist. Aber er dachte sich, die cleveren Leute wissen es eventuell schon, was es werden könnte. Wenn nicht, dann hat er falsch gedacht. Und steht jetzt als Vollidiot da, weil er es in einem komisch mythologischen klingenden Zeug erzählt hat. Dann kann auch hier theoretisch der Weg weitergehen, ne? Ja. Und dann redete er mit sich selbst. Eigentlich tut er das die ganze Zeit und hat ein Mikrofon vorm Gesicht und es wird darüber aufgenommen. Aber das war ihm ganz egal, denn ihm macht das Spaß. Ihr fragt euch, was daran Spaß machen kann. Er kann es euch auch nicht erklären. Ihr seid doch diejenigen, die ihm dabei zugucken. Warum spielt ihr nicht selber? Das ist das, was die Leute, die Let's Plays selbst nicht aktiv gucken, sich immer fragen. Warum guckt man die? Warum spielt man nicht selbst? Das ist eigentlich eine berechtigte Frage, aber die können euch selbst Let's Player nicht wirklich beantworten, denn die machen, gucken ja meistens selbst Let's Plays. Jedenfalls macht das der HBK, das ist der, der gerade vor euch sitzt und das sagt. Ende! La da 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 da. Ach ja, was für schöne Musik. So, ich hoffe, ich krieg auch für die Musik keinen Content-ID-Claim. Und jetzt hätte ich gerne wieder ein paar Bruchsteine, die jetzt mittlerweile nicht mehr Pflastersteine heißen. Also hier die Cobbles halt. Und ja, weil dann kann ich den Weg weitermachen. Gucken wir mal aus dem Fenster und sehen den Sonnenuntergang. Passt gar nicht zu der Musik. Trinken, 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 trinken. Kann ich ja mal zeigen. Ich habe so ein bisschen geplant, dass dann hier so, also da, also die Mauer dann wahrscheinlich hier da drüber so verläuft. Hier eventuell so ein Ausguckposten, da drüben Ausguckposten. Hm. Aussichtsturm, Aussichtsposten, wie auch immer. Was hier nach hinten rausgeht, weiß ich noch nicht so ganz. Shirin, du wirst dir ja sicher diese Folge hier angucken. Kannst du mir nochmal drunter schreiben, was damals deine Idee war für diese Region? Ich habe nämlich überhaupt keine Ahnung mehr, was du da genau gesagt hast. Und ich weiß auch nicht genau, wie du das meintest. Also bitte im einfachsten, simplen Fachdeutsch, das geht, bitte. Okay? Das wäre ganz lieb von dir. Dankeschön. So. Zack, zack. Ja, das passt sogar. Mal gucken, ist das symmetrisch? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nein, es ist nicht symmetrisch. Es muss zerstört werden.
Und nur aus dem Grund, weil ich es gerne symmetrisch hätte. Und ja, ich weiß, von unten sieht das jetzt erstmal scheiße aus, hier mit der Erde und dem Berg. Aber... Oh, Final Fantasy 8 Musik, ne? Ich habe auch schon lange überlegt, ob ich das vielleicht let's playe. Und jetzt schreiben wahrscheinlich alle, ja, Final Fantasy 8, ja, super Spiel. Ist auch ein super tolles Spiel. Habe ich überhaupt nichts dagegen. Das Problem daran nur ist, es ist so scheiße lang. Und das wäre mindestens 200 Part Let's Play. Wenn das mal überhaupt passt. Also 200 Parts, da muss ich schon ziemlich zügig durchkommen, glaube ich. Und ich habe da über die zweite CD hinaus sowieso das noch nie durchgespielt. Und von daher ist ein Let's Play, was das angeht, wäre dann nicht ganz so super. Ja, okay, es geht sogar noch. Hat halt jetzt so ein bisschen was von Hängeklippe. Da auch so. Und ich hoffe, Kühe und sowas glitschen sich jetzt nicht mehr aus Gattern und Häusern und so eine Sachen. Und manchmal haben wir hier so an der Seite gestanden. Und da hat uns hier eine halbe Kuh rausgeguckt. Aber auch nur die Hälfte. Ah ja, wie auch immer. Wir sind so langsam die Steinchen ausgegangen. Ja, wap, 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 da macht sie Musik schon. Aber da können wir eigentlich was ganz Einfaches machen. Wir gehen nämlich jetzt in diese unterirdische Höhle, die wir hier gefunden hatten. Und werden die einfach mal zu Steinausgrabungen nutzen. Unglaublich, oder? Diese Höhle hat sogar noch einen Sinn. Und da haben wir noch mehr Eisen. Danke für das Eisen. Machen wir die Höhle mal hier auf die Höhe. Ich mag Zweierhöhe nicht so. Und das ist schon Viererhöhe. Das heißt, hier könnten sogar schon Enderman spawnen. Ich brauche aber Steine. Steine, 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 Stein. Ich brauche einen Stein, einen Stein, einen Stein, einen Stein. Ich brauche einen Stein, eine Steine, Stein. Axt kaputt. Ah, gut. Gut, dass ich den Heiltrank dabei habe. Mit dem kann ich mir jetzt eine neue Axt zusammenbauen. Damit kann ich die einfach wieder heile machen. Cool. Achso, das ist sowieso nur ein Trinktrank und kein Wurftrank. Ein Trinktrank. Natürlich. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Zuck. So, da, da. Wap, wap, wa, genau. La, 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 la. Das hier könnte so ein bisschen unterirdische Befestigung für die Stadtmauern werden. In denen sich dann die sozusagen Wachen auch fortbewegen können. Die dann nicht nur auf der Mauer, sondern sogar einen Gang unter der Mauer haben. Wenn man dann mal schnell Verstärkung braucht und dann geht das nach oben mit so einer Falltür oder so. Und dann ist man direkt in der Mauer drin und dann kann man von da aus direkt aushelfen. Und ja, und das wird halt bei den Aussichtspunkten, gibt es dann diese Falltüren. Hey, seht ihr? Ich habe richtig gute Ideen, während ich hier Steine abbaue. Sie klingen auf jeden Fall gut. Ob sie dann im Endeffekt gut aussehen, dafür kann ich nicht garantieren. Denn ich bin, was Minecraft-Bauten angeht, doch eher der abstrakte Künstler, glaube ich. Also sehr schön sieht das selten aus. Man sieht ja das an meiner Scheune, an meiner Kuhbarn. Cowbarn! Niestinsen. Oder so. Den habe ich gerade nicht gebracht, das kann mir keiner nachweisen. So. Da-da-da-da-da-da-da. Ach ja, fühlt sich irgendwie cool an, mal wieder so ein richtiges Minecraft-Projekt eben zu machen. Nee, also Viro war ja auch ein richtiges Projekt. Das Problem an Viro war halt einfach nur, Anführungszeichen, Problem. Man durfte nur 15 Minuten immer aufnehmen und man durfte nicht auf Vorrat aufnehmen. Und hatte halt diese Beschränkung 3 Folgen in der Woche. Und man hat in 15 Minuten einfach nichts weiter geschafft. Und das war immer so ein bisschen suboptimal. Das ist jetzt nichts gegen Nessie oder sonst oder ihre Regeln. Ganz im Gegenteil. Liebe Grüße übrigens, falls du das hier siehst. Ja, es war einfach irgendwie noch was anderes. Ich weiß auch nicht. Und
Irgendwie haben wir da wenig geschafft, muss ich ehrlich sagen. So weit ist unsere Stadt nicht gekommen. Aber ich habe uns eine Nahrungsquelle gebaut, ein Feld. So wie hier quasi. So, das sollte erstmal an Stein reichen. Oh Gott, ja. Vielleicht sollte ich mein Inventar mal ein bisschen leeren. Ich lehre ihm das Fürchten. Oder so. Nee, nicht wirklich. Ah, das war die falsche Seite. Ich muss da lang. Muss auch hier die Treppe irgendwie fertig machen. Wir brauchen noch 4 Kobbel, das sehe ich jetzt schon. Und ihr seht alles, was dieses Let's Play angeht, komplett im Let's Play. Also ich werde nichts offscreen machen. Und ja, ich muss euch ein Geständnis machen. Und zwar habe ich anfangs ja mit Minecraft das hier gemacht. Das hier ist übrigens das Faithful Texturpaket. Minecraft Faithful einfach. Das ist halt ein doch feineres Texturpaket als die Default-Texturen. Ich kann ja mal theoretisch auf Default das packen. Und da sieht man doch schon massive Unterschiede. Also die Texturen an sich verändern sich nicht weiter. So, fertig. Ja, man sieht schon einen richtig guten Unterschied. Ich sollte mein Inventar mal ein bisschen ausmüllen. Das kann ich theoretisch in den Ofen packen. Das Holz brauche ich jetzt nicht. Die Erde lasse ich mal mit dabei. Wir sind wieder bei 64 Erde. Wer hätte das gedacht? Das Holz kann ich erstmal hier reinpacken. Beziehungsweise Holz könnte ich gleich noch gebrauchen. Die Sticks auch. Die packe ich in den Ofen. Das Eisen nehmen wir mal mit. Den Wassereimer brauchen wir jetzt erstmal nicht. Die Werkbank nehme ich mir auch so portabel mal mit. Aber ich werde jetzt erstmal Steine setzen müssen. Fackeln weiß ich noch nicht genau. So. In den Ofen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da steht 7. Ja, weil ein Ofen schon in der Kohle ist. Genau. Eine Kohle schon im Ofen ist. Ja. Wo war ich stehen geblieben? Ich hab's sogar schon wieder vergessen. Ach ja, hier auf der Karte. Es macht doch einfach Spaß, wieder auf der Karte zu spielen, weil. Ganz ehrlich, ich habe diese Karte irgendwie vermisst. Und ich wollte euch ein Geständnis machen, richtig. Und zwar. Oh, die Schilder brauche ich erst später, ich Vollidiot. 1, 2, 3, 4. Und zwar ist das hier nur eine Kopie vom Original. Ich hatte ja anfangs ausgetestet, ob ich denn, also ich habe ja mit Minecraft-Texturenpaket gespielt, habe anfangs ausprobiert, ob denn der, weil die Endermen irgendwie so weißlich waren, glaube ich, habe ich ausprobiert, ob der Enderdrache dann auch so eine komische weißliche Textur hatte. Hatte er nicht. Und dabei bin ich halt runtergefallen und habe dann eine Kopie der Map gemacht. Beziehungsweise, nee, ich bin nicht runtergefallen. Ich habe den erst nicht gesehen. Genau. Hatte eine Kopie gemacht. Da habe ich nach dem geguckt. Dann bin ich immer, irgendwie, warum auch immer, andauernd hin und her geswitcht zwischen der Kopie und dem Original der Karte. Ach ja, genau. Da gab es dann immer mal wieder Aufnahmeproblemchen. Und da habe ich irgendwann den Überblick verloren und habe dann in der Kopie weitergemacht. Und das bedeutet, dass das hier nur eine Kopie der Originalwelt ist. Das hier ist nicht die Originalkarte. In der Originalkarte hat mich nämlich der Enderdrache einfach runtergewischt von der Map. Und da hatte ich dann überhaupt nichts mehr von dem, was ich dabei hatte. Und da so hätte ich dann den Kampf nicht mehr gewinnen können mit dem, was ich so zu Hause hatte. Und es hätte dann gut nochmal 50 Folgen gedauert, ehe ich das alles wieder zusammengesammelt. Gut, 50 ist jetzt übertrieben gewesen. Aber es hätte schon noch eine ganze Weile gedauert, ehe ich das alles wieder zusammengesammelt hätte. Und das wollte ich euch nicht antun. Und deswegen hatte ich dann auf der Kopie gespielt. Ich glaube ja. Nee, das mit der Kopie war ein Versehen. Ach, ich weiß es nicht mehr, ob es versehentlich oder absichtlich war. Seht's mir nach, es ist fast ein Jahr her. Und in dem Jahr ist wirklich einiges passiert bei mir. Naja, eigentlich gar nicht so viel. Ah, es war doch schon einiges. Wir haben mittlerweile die 300 Abonnenten geknackt, also die 200 und die 300 sogar.
Yay, Konfetti. Und ich möchte mich mal ganz, ganz herzlich bei euch dafür bedanken, weil ich habe dafür bisher auch noch gar kein Special gehabt oder sonst irgendwas. Ich habe auch nicht mein 5-jähriges YouTube-Jubiläum gefeiert, obwohl das eigentlich schon längst fällig ist. Mein 5-jähriges YouTube-Jubiläum ist am 25. April, genau, gewesen. Am 5. April, sorry, da habe ich einen Schluck getrunken und habe mich verschluckt.